Was geht ab, ihr Monster, und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute mal wieder World Zero, denn ich habe euch ja versprochen, wir gucken uns das Halloween-Event an und werden heute den Skelett-Boss besiegen. Auch da haben wir sehr, sehr, sehr viele Leute im Discord, die dieses Spiel spielen. Falls ihr dürft und eure Eltern euch das erlauben, was sehr wichtig ist, könnt ihr gerne den Discord joinen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Und es gibt auch immer noch die ganze Woche bis Sonntag das exklusive Halloween-Ingame-Outfit. Findet ihr in der Team-Zock-Monster-Roblox-Gruppe. Genug Werbung. Bevor wir uns dem Halloween-Event widmen mit dem guten Flashy, habe ich nämlich noch vom guten Dr. Densen drei Eier bekommen. Die werden wir uns nämlich jetzt hier mal genauestens anschauen. Denn ich habe nämlich mal richtig Lust zu sehen, was da rauskommt. Vielleicht sind die cool. Wir werden einfach mal nur, ich sag mal, die erste Session hier füttern. Das heißt, dass das Ding schlüpft. Und dann schauen wir uns mal an, was dabei rauskommt. Bam, was haben wir? Ein blauen Drachen. Das könnte natürlich ein cooler Drache werden. Ah, dafür muss ich die aber erst zu Ende leveln. So, wir brauchen hier einen Namen. Wir nennen ihn einfach Flashy. Flashy spielt gleich mit, also nennen wir ihn Flashy. Perfekt. Und ich würde sagen, wir gönnen uns auch noch das zweite Pad. Equip. Und lassen das auch nochmal kurz schlüpfen. Ich hätte nämlich gerne ein Schaf. Patch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur das Schaf gibt und so weiter. Wir können gleich mal eben gucken. Schauen, was kommt dabei raus? Noch ein Drache. Ah, wir müssen die erst auf Level 40 leveln, um zu sehen, ob die gut sind oder nicht. Den nennen wir Dr. Densen. Denn, oh, der Name ist blockt. Dann nennen wir nur Densen vielleicht. Auch blockt. Boah. Densen mit O. Auch blockt. Schwierig. Dann will es das nicht. Dann nennen wir ihn einfach Curve. Wir nennen ihn Curve. Warum nicht? Und wir gucken mal, was der... Boah, der ist Level 75. Holy moly. Was der Petmaster dazu sagt, was es hier gibt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das kann man hier im Pet-Index sehen. Hier gibt es nämlich auch einen Höllenhund. Den hätte ich halt super gerne. Aber den haben wir leider noch nicht bisher. Den Höllenhund, wo kriegt man den denn her? Ich glaube, der kriegt man aus der Truhe. Ich bin mir nicht sicher. Ansonsten haben wir hier Pet Dragon. Da hätte ich nämlich gerne den hier, der den Meteorschlag haut. Und ich habe leider nur den, der den Psi-Beam haut. Und es gibt auch noch... Lol, ein Foxtier. Das ist wohl ein Weihnachtsevent. Oh, bald ist ja auch schon wieder Weihnachten. Und es gibt hier das Schaf. Ich will mal eben kurz gucken. Da, Schaf. Da hätte ich gerne das Weiße. Denn das hat Stahlwolle und gibt einen Buff. So, das sind die, die ich eigentlich gerne hätte. Aber wir haben noch eins. Eins haben wir noch. Vielleicht ist da ja das Schaf bei. Wir gucken mal. Und dann werde ich die eventuell demnächst mal weiter leveln auf Level 40. Aber ich glaube, dafür habe ich auch gerade nicht genug Essen. So, schauen wir mal. Sei bitte ein Schaf. Noch ein Drache. Na gut, dann haben wir dreimal eine Chance darauf, einen Drachen zu bekommen, der einen Meteorschlag raushaut. Das finde ich ganz nice. So, wir müssen noch einen Namen geben. Wir nennen den... Schniepel. Da ist er auch schon, der gute Flashy. Das heißt, wir werden uns jetzt dem Halloween-Event hier widmen und den Skelettkönig vernichten, teleportieren. Bedenkt bitte dabei, immer in der Stadt erst den Friend-Invite raussenden, weil hier drin kann man das nicht. Und das geht dann tatsächlich. Dann bleibt ihr in derselben Instanz und könnt den dann gemeinsam mit Freunden besiegen. Anders leider nicht. Also wenn ihr jetzt da drin seid und dann jemanden einladen wollt, das geht leider nicht. Zumindest ging es eine Zeit lang nicht. Wir haben es jetzt nicht nochmal probiert. Deswegen machen wir das so und gehen jetzt hier rüber. Ihr seht schon, die Karte ist echt ziemlich cool. Das Ganze ist eigentlich so aufgebaut, dass ihr hier vorne den Endboss besiegen könnt. Wenn ihr den besiegt, bekommt ihr ein Ticket und mit diesem Ticket könnt ihr dann hier am Prize Wheel diese Dinge hier gewinnen. Und in der Truhe können dann die Rare Pets sein und ihr seht schon, da gibt es auch noch ein Rare Pet mit Level 40. Und das ändert sich ab und zu mal wieder. Also ich glaube, das eine haben wir schon verpasst leider. Aber wir haben hier Bock und werden uns jetzt mal hier nach vorne begeben und gucken mal, was hier für eine Gruppe ist. Ihr müsst tatsächlich hier immer, ich wollte gerade sagen, ihr müsst immer ein bisschen aufpassen. Wenn da nur so Low Level drin sind, dann wird das nichts. Der ist schon richtig stark. Den schreiben wir jetzt hier gerade mal, High Level, Halloween, ups, L vergessen, Event Now, go, go. So, und dann hoffen wir einfach mal, dass ein paar Leute kommen und dann gehen wir da gleich rein. In 25 ist nämlich der Teleport, aber hier kommen halt nur, also die haben halt echt ein geringes Level. Ich weiß nicht, sollen wir es trotzdem versuchen, es wird dann schwierig.
Ich habe eigentlich keine Lust. Mal gucken, was halt noch rein. Ja, komm, wir gehen einfach mal rein. Wir gehen einfach mal rein. Wir risken das. Und das Problem ist halt, alles, was unter Level 10 ist, geht da meistens an ran, kämpft gar nicht mit und will nur die Tickets farmen. Und da haben die Leute gar keinen Bock drauf. Und ich habe da eigentlich auch keinen Bock drauf. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber gut, wenn jetzt hier absolut keiner mit Level 60 plus noch dazukommt, dann könnt ihr euch jetzt gleich beulken, denn wir werden wahrscheinlich verlieren. Aber whatever, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Halloween-Event haltet. Und smash den Like-Button, das ist sehr wichtig, denn dann wird unser Video besser gerankt. Und ihr wisst natürlich auch, das Video immer schön zu Ende schauen. Nämlich auch das ist ein Kriterium, um besser zu ranken. Da sehen wir ihn, den Skeleton King. Der hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Flashy, muss ich gestehen. Und falls ihr, den mal besiegen wollt, immer ausweichen. Egal, was der macht. Der macht nämlich Schaden des Todes. So, und dann werden wir uns jetzt hier mal dem Kampf widmen. Oh Gott, ich sag's auch noch und vergesse zu laufen. Aua, er hat's mitgekriegt. Bist du tot? Der erste ist hier schon weg. Nee. Die Low-Level sind alle schon tot. Easy. Oh, dann hauen wir ihm hier nochmal jetzt richtig auf die Nuss. Trotz Schild habe ich wirklich fast die Hälfte meiner Leben noch weg gehabt. Und ja, weil der Low-Level war. So, er spawnt hier natürlich auch immer ein paar Minions. Ich bin gesilenced. Ich habe gerade keine Fähigkeit mehr. Fast tot. Wieso bist du fast tot? Was hast du da gemacht? Die ganzen Kugeln haben mich fast weggehauen und der Große. Okay. Oh, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall richtig Schaden machen und drauf prügeln. Und dem Quatsch hier ausweichen. Das ist nämlich das Wichtigste. Oh. Oh, das war sowas von knapp. Ich liebe diesen F nach hinten Sprung. Der hat mich schon so oft gerettet. Oh, dann wirbeln wir hier nochmal rein. Und ich würde sagen, wir bekämpfen. Wir bekämpfen den jetzt hier einfach mal richtig hart. Ah, stirbt der Nächste? Nee, sind alle rausgekommen. Nice. Ah, der ist halt auch echt stark. Also meiner Meinung nach der stärkste Gegner im Spiel. Also selbst im Prison Tower sind die nicht so stark wie der hier. Meiner Meinung nach. Allerdings muss man auch sagen, im Prison Tower hat man halt auch die High Level immer dabei, ne? Also hier, aber der hier macht echt am meisten Schaden. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich würde auch sagen, ehrlich, dass der stärkste bis jetzt ist. Also ich glaube, die Prison Tower Gegner machen nicht so viel Schaden. Den Endboss fand ich jetzt nicht so krass bei Prison Tower. Der Drache, ne? Ja. Der ist einfacher zu dodgen. Da ist halt das Problem nur, dass man den auf Zeit kaputt machen muss. Okay, jetzt wird es nämlich ein bisschen interessanter. Jetzt sind wir in einer anderen Phase und müssen den hier kaputt machen. In einer bestimmten Zeit. Und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt genug Power... Oh ja, locker. Ja. Also der Damage-Output ist ganz okay. Nachher werden die allerdings auch Elite. Also wenn die dann Elite-Gegner werden... Also irgendwas stimmt hier nicht. Das Ding hat... Achso, genau. Es geht jetzt zusammen und dann legt er die hier weg, die Uhr. Wenn die nämlich dann Elite sind und wir kriegen die immer noch gut down, dann ist gut. Ansonsten sehe ich hier schwarz. Und ihr seht schon, wir haben jetzt gerade mal arbeiten wir hier am zweiten Balken. So, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt hier einfach mal komplett rein. Oh, wieder eine Menge Ads gespawnt. Den Flashy hat es gerade erwischt und mich auch. Wir leben aber noch. Das war aber knapp auf jeden Fall. Also, Herzinfarkt ist da. Zu wild. Und ich bin hier wieder gesilenced. Ich habe hier Angst. Und dann kann ich leider nicht meine Fähigkeiten benutzen. Oh. Was super schlecht ist. So, damit in der zweiten Phase. Jetzt wieder noch ein bisschen kritischer. Also, die Attacken, die er jetzt macht, machen noch mehr Schaden. Und sind auch echt noch eine Nummer wilder. Perfekt, würde ich sagen. Oh, das ist halt schlimm hier. Ihr müsst den unbedingt ausweichen. Oh, aua, 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 aua. Aua, aua. Ich komme hier nicht weg. Hier ist halt überall diese Grütze. Oh je. Okay, jetzt können wir wieder. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch gleich unsere Ultimate setzen. So, das kommt jetzt nochmal. Dann haut er zu beiden Seiten. Ah, die Leute hier interessiert das nicht. Aber ich habe gerade schon gesagt, wir haben extrem gute Supporter. Ich glaube, die haben auch Flashy und mir gerade das Leben gerettet vorhin einmal. Ja. Auf jeden Fall. Oh, 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 der trifft mich auch. Gehen wir hier mal in die Hülle. So, da schlägt er zu. Jetzt macht er gleich wieder seinen Outraging-Move hier. Genau den. Aua, aua. Also da werden die Low-Level halt... Da haben sie halt ein Problem, ne? Da ist auch wieder einer gestorben. Müssen wir halt echt aufpassen. Wobei, ich muss sagen, die Low-Level spielen hier ganz gut mit gerade. Oh. Ah. Macht das nochmal? Nee. Ich glaube, das war tatsächlich der Supporter, der da gerade direkt ist. Oh Gott, hier ist eine Sackgasse gewesen. Oi, oi, oi. Mal gucken, wenn ich hier lang laufe. Ein bisschen Obby hier. Dann klappt das schon. Aber er hat noch zwei Balken. Das müssen wir irgendwie schaffen. Ich habe gleich meine X ab. Genau jetzt. Oh! Na, bist du. Ich bin auch voll, dann lass mal drauf. Ja, lass mal. Wenn wir das hier überleben sollten, dann. Oh, Bruder! Ich komme. Ich bin mitten im Geschehen drin. Oh, oh. Aua. Ich hab's mal gemacht. Er brennt komplett. Aber der Heal ist hier wirklich gut, das muss man sagen.
Ja, ja, ich wurde auch wieder gehalten. Schön hinter dem aufhalten, dann trifft dich das nicht. So, jetzt müssen wir mal wieder drauf Schaden machen. Wir sind jetzt die ganze Zeit, viel zum Thema. Aber es hat wieder geklappt. Also hinter ihm ist gut. Irgendjemand muss ihn... Ich glaube aber, du tankst gerade. Bin mir nicht sicher, wer da Aggro hat. So. Schön Schaden machen. Vielleicht kommt nämlich der Elite in der Phase. Aua. Ja, fühle ich. Das tat weh. Komm schon, fall um. Ein Balken noch. Da ist die Phase. Und ich habe nichts ab. Jetzt müssen wir nämlich die Elites besiegen. Und jetzt heißt es, genug Schaden zu haben. Wenn wir den in den 19 Sekunden nämlich nicht kaputt kriegen, deswegen alles, was wir haben, da rein, dann ist es gewesen. Dann sind wir tot. Digga, das wird so knapp gerade. Nicht cool. Boah, das war anders knapp. Wir hatten, glaube ich, keine 5 Sekunden mehr. Also Damage Output reicht noch so eben. Aber wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn jetzt die letzte Phase kaputt. Ich hau auch gerade drauf mit allem, was ich habe. Mal gucken. Ja, dann nochmal ein Wirbel. Oh shit. Nein. Oh, knappes Ding. Oh Gott. Die Dinger sind wieder da. Der eine ist fast tot von uns. Er läuft da durch. Kann ihm nicht bubbeln. Ich kann ihn nicht bubbeln. Das Zeug muss erst weg. Ja, er hat auch Aggro. Das ist das Problem. Ich versuche ihn die mal abzunehmen. Ja, habe ich geschafft. Aua. Ah, das ist halt echt schwierig, wenn wir so wenig High-Level-Leute haben. Aber es sieht gut aus. Oh, aua. Ich nehme alles zurück. Oh, aua. Hälfte nur noch. Ja, Mann, das tut richtig weh. Ja, ich habe Aggro. Das heißt, ich kann jetzt gerade nichts machen. Ich bin kein Tank. Leider bin ich kein Tank. Ich kann ihn jetzt nur die ganze Zeit so kiten, dass ihr ihn von hinten draufhauen könnt. Und eine Bubble kann ich setzen. Moment. Die macht ihm auch gut Schaden. Bam, da ist sie. So, er ist fast tot. Oh, ah. Gott, was ist das hier für ein wilder Kampf? Ah, ich mach auch nochmal Schaden. Jetzt einfach nur drauf, einfach nur drauf. Meinst du, es reicht? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Perfekt. Ja. Und da haben wir ihn besiegt. Und damit können wir hier eine Menge Geld einsammeln. Auch viel für unseren Battle Pass. Den zeige ich euch nämlich auch nochmal gerade. Battle Pass bin ich nämlich auch schon richtig weit. Aber ich habe kein Geld investiert. Aber ich bin fast Level 21. 50 fehlen noch. Das heißt, heute noch die Daily und dann geht's ab. Gucken wir uns hier noch eine Kiste. Da ist tatsächlich nur das Ticket drin. Und dann können wir jetzt gleich nochmal spinnen und gucken, was wir bekommen. So, wir stellen uns jetzt hier am Price Reel an. Das heißt, wir gucken mal, was wir hier bekommen. Drücken hier auf Spin und sind schon als nächstes direkt dran. Also sind gerade nicht so viele hier. Und da oben steht jetzt gleich mein Name jetzt. Das ist mein Spin. Und jetzt gucken wir mal, was ich hier bekomme. Oh, die Maske. Die hatte ich schon. Das heißt, die kann ich traden. Guck, ich habe die gerade an. Jetzt aber für mich. Ist super zum Traden. Ich weiß gar nicht, gucken wir dir zu. Oh ja, was kriegst du? Ach. Eine Farbe. Schade drum. Egal. Die Maske ist ganz cool. Die ist gut zum Trainen, weil die Leute brauchen die noch. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smasht den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Zockmonster.